zum Thema die Kreiszahl Pi. Wir werden hier ein Verfahren erstellen, um den Zahlenwert von Pi zu bestimmen. Wir wissen, dass man den Umfang eines Kreises durch 2 mal Pi mal R berechnet. Und dementsprechend ist die Kreiszahl Pi definiert. Die Kreiszahl Pi ist definiert als Verhältnis zwischen Kreisumfang und Kreisdurchmesser. Die Zahl Pi ist also gleich zum Kreisumfang U geteilt durch den doppelten Wert vom Kreisradius. Hätten wir ein anderes Mittel, um den Umfang U zu berechnen, als diese Formel da, dann könnte man dieses andere Mittel hier einsetzen und durch diesen Bruch hätte man dann die Möglichkeit, den Zahlenwert von Pi zu bestimmen. Genau das werden wir hier in Angriff nehmen. Und dazu konzentrieren wir uns auf diese Zeichnung. Wir haben hier einen Kreis und ein regelmäßiges Innenachteck. Der Umfang von diesem Innenachteck ist etwas kleiner als der Umfang von diesem roten Kreis. Um den Umfang von diesem Innenachteck zu berechnen, rechnen wir einfach 8 mal die Länge von einer Seite. Also 8 mal die Länge von dieser blauen Strecke. Diese Länge nennen wir Seite und hier ist es die Seite vom regelmäßigen n-Eck. Im Moment ist n gleich 8. Wir lassen n jetzt ein bisschen ansteigen. N ist 9, n ist 10, 11, 12 und so weiter. Und wir können hier ganz deutlich erkennen, dass der Umfang von diesem regelmäßigen Innenachteck viel dichter am Umfang dieses Kreises liegt, als eben für eine Zahl n, die kleiner war. Ich starte jetzt mal hier diese Animation und wir beobachten, wie der Umfang von diesem regelmäßigen Innenpolygon sich dem Umfang des Kreises immer mehr nähert. Hier geht es bis 100 und wir sehen überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen dem Umfang des Innenachtecks und dem Kreisumfang. Stellen wir das Ganze mal wieder zurück. So. So zum Beispiel auf 10. Wir werden jetzt also den Umfang von diesem regelmäßigen Innenachteck berechnen. Dieser Umfang, das ist n mal die Länge von einer Seite und wir werden hinterher die Zahl n immer größer anwachsen lassen. Die Idee ist also diese. Je größer die Zahl n wird, desto dichter liegt n mal diese Seitenlänge, das heißt der Umfang vom regelmäßigen Innenachteck am Kreisumfang. Wir werden also hier den Umfang U ersetzen durch n mal Sn, wohl wissend, dass n mal Sn der Umfang von diesem regelmäßigen Innenachteck ist. Und dann werden wir die Zahl n immer größer werden lassen. Machen wir das. Die Zahl Pi ist also ungefähr gleich zum Umfang des Innenachteckes geteilt durch 2 mal den Radius. Wenn wir in dieser Formel n durch 10 ersetzen, dann finden wir als Pi-Wert diese Zahl. Das ist natürlich nicht präzise, aber 3, stimmt schon. Je größer die Anzahl Ecken oder auch die Anzahl Seiten ist, desto dichter liegt diese Zahl am Wert Pi. Lassen wir das jetzt nochmal ansteigen. Wir sehen, hier kommt dann noch eine 1, da ist sie. Und 3,141 stimmt schon mal. Wir setzen das Ganze wieder zurück, so, zum Beispiel auf ein 9-Eck und möchten jetzt diese Seite vom regelmäßigen Innenachteck bestimmen. Und dazu konstruieren wir dieses Dreieck. Die Spitze hier stimmt mit dem Kreiszentrum überein. Die eine Seite, das ist der Kreisradius. Die zweite Seite, das ist auch der Kreisradius. Und die dritte Seite des Dreiecks stimmt mit der Seite des regelmäßigen Innenpolygons überein.
Die Länge von dieser Dreiecksseite suchen wir. Diese Länge kennen wir, das ist der Radius r. Diese Länge kennen wir auch, das ist auch der Radius r. Und wir kennen auch diesen Winkel. Beim neuen Eck ist das 360 Grad geteilt durch 9. Beim 12 Eck wäre es 360 Grad geteilt durch 12. Und allgemein beim n Eck ist es 360 Grad geteilt durch n. In diesem Dreieck suchen wir eine Seite, kennen die zwei anderen Seiten und auch den Winkel, den die zwei anderen Seiten bilden. Hier bietet sich förmlich die Kosinusregel an, denn da kann man die Länge von einer Seite berechnen, wenn man die Länge von den zwei anderen kennt und auch den Winkel, den diese zwei anderen Seiten bilden. Das ist hier der Fall. Wir können also hier sehr schön die Kosinusregel in diesem Dreieck anwenden und finden so, dass das Quadrat von dieser Seite Sn gleich ist zu diese Seite im Quadrat, steht da, plus diese Seite im Quadrat, steht auch da, minus das Doppelprodukt von diesen beiden Seiten, steht da, mal Cosinus des Winkels, den diese zwei Seiten bilden. Ist also in Ordnung. R² plus R², das macht 2R². Hier haben wir R mal R, das macht R². Diese Rechnung führt also schon mal zu dem da. Hier können wir 2R² ausklammern. Tun wir das. Und jetzt brauchen wir nur noch dieses Quadrat rechts rüber zu setzen und dann haben wir diese Länge da gefunden. Wenn man ein Quadrat rechts rüber setzt, dann wird das rechts normalerweise zu plus minus Quadratwurzel. Hier aber nur zu plus Quadratwurzel, denn Sn ist eine Länge, das heißt eine positive Zahl. Also ist Sn gleich zur Quadratwurzel von diesem Produkt und dieses R² kann dann noch aus der Wurzel raus, wo es zum R wird. Genau diese Formel werden wir da oben einsetzen. So ist gemacht. Und hier stellen wir jetzt fest, dass wir noch durch R kürzen können. Dann tun wir das. Somit bleibt als Berechnung für Pi n mal diese Quadratwurzel geteilt durch 2. Wenn man hier drin in dieser Formel Pi gleich zu diesem Bruch n da und da durch 9 ersetzt, dann ergibt dieser Bruch genau diese Zahl. Wenn man n zum Beispiel durch 25 da und da ersetzt, so findet man als Pi-Wert diese Zahl. Ich habe hier mal eine Tabelle erstellt. Links sehen wir den Wert von der Zahl n und rechts sehen wir den entsprechenden Wert für Pi, der durch diese Formel hier berechnet wurde. Wenn n 100.000 ist, dann findet der Rechner als Wert für Pi 3,141593. Ich denke, das wurde sogar hier aufgerundet, denn diese 3, da steht eigentlich eine 2, dann eine 6, eine 5, eine 3 und so weiter. Also kann man so den Wert für Pi doch ziemlich präzise berechnen. Um den Zahlenwert von Pi zu behalten, hat man solche kleine Texte erstellt, wie hier: Bio dies Pi macht ernstlich so vielen, viele Mühe, lernt immerhin Jünglinge leichte Verselein, wieso zum Beispiel dies dürfte zu merken sein. Wenn man die Anzahl Buchstaben in jedem Wort zählt, so erhält man den Wert von Pi, 3,141592653 und immer so weiter. Wenn man bedenkt, dass Archimedes von Syrakus damals zu seiner Zeit durch ein ähnliches Verfahren wie dieses hier schon einen sehr präzisen Wert von Pi berechnet hatte, dann ist das schon erstaunlich. Archimedes hatte kein GeoGebra zur Verfügung, er zeichnete sehr viel im Sand. Der Legende nach soll er ja am Strand im Sand jede Menge Kreise gezeichnet haben, und dann erschien der feindliche römische Soldat und Archimedes sagte nur, störe meine Kreise nicht, und wurde danach vom römischen Soldaten erschlagen.